Hallo, hier ist wieder der Sarge und wir machen weiter mit unserer Reise zum Mond. Allerdings fangen wir ganz am Anfang an, ganz weit unten. Ja, wir haben jetzt, oder ich habe jetzt offscreen ein wenig Materialien gesammelt, damit wir, oder damit ihr mir nicht immer beim Graben zuschauen müsst. So, und wie wir schon letztes Mal gemerkt haben, brauchen wir ein paar Geräte, um uns etwas herzustellen. Und wenn ich mich recht erinnere, müssen wir mit dem Infuser anfangen. Und ich glaube, den können wir uns schon bauen. Redstone habe ich gefunden. Eisen, Osmium. So, Eisen. Redstone. Redstone. Ja, und wir nehmen uns jetzt mal hier zwei von diesen Kollegen hier weg. So. Und schauen wir mal, ob wir das bauen können. Und was man damit macht und wie das geht und überhaupt. Ich bin ja so gespannt. So, zweimal Furnace und voila. Ja. Ja. Das ist interessant. Ja, ich habe hier einen Nebenraum gebaut und da wollte ich die Sachen hinstellen. Ich würde sagen, Energiequelle rechts, Geräte links. Also fangen wir mal an. So. Oh. Gut, dann können wir auch gleich testen, ob man es abbauen kann. Kann man hervorragend auf die harte Tour. So, okay, da steht das gut. Ne, eigentlich steht es da nicht gut. Ich möchte es schon ein bisschen erhoben. Na, erhoben. Machen wir schön Steinpodest. So, genau in Augenhöhe. So, und wie funktioniert das Teil? Es lässt sich konfigurieren. Okay, und es braucht wohl Energie. Rezepte werden angezeigt, hervorragend. Redstone, Kohle. Okay, pulverisiertes Tin. Copper zu Bronze. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das begreife. Bin mir nicht sicher, ob ich das begreife. Aber wir haben den Infuser gebaut, weil wir ja einen Crusher, glaube ich, bauen wollten. Der müsste das sein. Ja. Und der braucht diese Dinger hier. Und da muss das dabei sein. Das heißt Redstone. Und Iron. Jetzt probieren wir das mal. Iron und Redstone. Passiert da was? Nein, weil es keine Energie hat. Welche Energie braucht es? Das steht nicht da. Metallurgic Infuser.
Ich bloß wüsste, was es rechts ist hier. Was soll da denn rein? Joule. J. Ich kann mir nur vorstellen, dass es über Dynamo geht. Dann bauen wir einfach mal ein Steam Dynamo. Silber. Silber. Haben wir Silber? Haben wir Silber? Silber haben wir. Silber haben wir. Okay, das brauchen wir nicht mehr. So. Ja. Steam Dynamo, dann dreimal Kupfer und 8 sind 11 Kupfer. Okay. Das müsste soweit so gut. So, und jetzt? Nein. Wieso nicht? Kupfer. Ah, na gut. Viel einfacher als das. Na gut. Viel einfacher ist immer gut. So. Ja, dann haben wir schon unseren Energiedingens. So. Ja, machen wir es erstmal direkt dran. Ja, wir brauchen einen Eimer. Einen Eimer mit Wasser. Aber nicht, wenn es dunkel ist. Das schlafen wir kurz. Was haben wir denn da hinten? Ja, komm, 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 komm. Dankeschön. Ich bedanke mich für die Rüstung. Ja, vielen Dank. So, was wollte ich jetzt? Wasser. Dann machen wir uns am besten im Haus eine schöne Wasserquelle. Genau. Und jetzt können wir uns da bedienen. Zack. Zack.
Zack. Und da machen wir jetzt Kohle rein. Wo haben wir denn die Kohle hin? Da. Hat er jetzt Energie? Irgendwie nicht. Doch. Doch, er hat Energie. Alles klar, dann würde ich sagen, holen wir uns noch mal, na, Iron. So, also Iron dort, Redstone. Uah, mit fiesem Soundeffekt. Nicht schlecht. Aha. Genau, wofür braucht ihr die Nummer? Jetzt bin ich ganz überrascht von dem Erfolg. Crusher, glaube ich, nicht wahr? Genau, davon brauchen wir auf jeden Fall zwei. Gut. Immer her damit. So. Und so. Ja, da bin ich ja richtig froh, dass das funktioniert. Gut. So, wenn ich mich recht erinnere, war das so. Ja, Lava-Eimer, zwei Stück. Also wir brauchen auf jeden Fall einen zweiten Eimer. Das machen wir schnell. Lava haben wir auch. Also wissen wir jedenfalls, wo wir es finden. Dann gehen wir mal schnell das holen. Das ist ja nicht so weit. Ja, stoßen uns ein paar Mal den Kopf. Das können wir noch fixen. So, zack und zack. Alles klar. Ich weiß nicht, wer da stöhnt, aber. Wo waren wir jetzt? Ach ja, das Ding. Das müsste jetzt eigentlich schon. Nanu? Was fehlt denn? Diese zwei. Achso, ich habe es natürlich zur Sicherheit hier gelassen, oder? Nein, habe ich nicht. Da sind sie. Aha, okay. Lava, Lava, dies und. Ach, da fehlt natürlich noch das Ding in der Mitte. Was war denn das nochmal? Steel Casing. Steel. 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 Okay, wie geht das? Im Crusher, ja. Toll, für den Crusher brauchen wir aber gerade. Ah! Enriched Iron Pulverizer. Okay, dann müssen wir wohl doch den Pulverizer vorher. Puiuiuiui, okay. Oh, habe ich noch so viel Iron überhaupt? Habe ich noch so viel Iron? Da, oh ja. Da haben wir noch Iron. Dann Gold und alles klar. Oh, das Goldding haben wir weggepackt. So. Zweimal Copper. Zweimal Copper.
wir jetzt einen schönen Pisten. Pistons habe ich schon in meinem Leben so viele gebaut. Okay, brauchen wir davon noch was? Ups. Hä? Ich war doch im Rezeptmodus. Wieso habe ich da was nehmen können? Bug! Gut. Pisten habe ich. Das Ding habe ich. Okay. Wieso? Was fehlt denn? Copper. Achso, das Ding da oben fehlt. Da war noch was. Gold und 4 Iron. Okay, genau, dafür brauchte ich die Iron. Ah, das hätte ruhig noch ein bisschen mehr Iron sein können. Ja, wenn ihr euch jetzt fragt, warum schmilzt ihr nicht einfach alles, ja, die Sache ist die. Nein, kein Gold. Kein Gold mehr. Die Sache ist die, sobald ich den Pulverizer am Start habe, kann ich meine Ore verdoppeln und ich habe ja nicht so viel, wie man sieht. Und es wird gerade schlimmer. Ja, ich brauche unbedingt Gold. Und ich brauche eine größere Kiste. Damit ich auch mal hier was wegstecken kann. Genau. So, davon zwei, davon zwei, davon zwei. Essen, Fackeln. Alles klar, dann holen wir uns doch mal Gold. Wer ist dabei? Gold. Habe ich echt nur ein Goldohr gefunden bisher. Das ist sehr dürftig. Ja, wir haben schon eine Mine ausgeschachtet, aber Gold ist dennoch Mangelware. Gehen wir mal schön weit runter. Ja, naja, organisiertes Tunneln würde ich das nennen. Was wir jetzt brauchen, ist Gold. Gold, 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 Gold. Ja, Tin ist ganz gut, aber Gold brauchen wir dringender. Ja, und wie es halt so läuft, müssen wir doch noch ein bisschen jetzt hier farmen. Obwohl ich das schon offscreen dachte ich erledigt hätte. So, okay, das wäre das. Okay. Was haben wir denn da? Ferrusohr, okay. Geräusche mag ich aber gar nicht.
So. Uranium, alles klar. Ja, wer ins All fliegen will, der sollte vor Atomgeschichten keine Angst haben. Redstone, sehr gut. Redstone immer Guster. Was haben wir da? Silikon. Das muss ich noch nachgucken, was wir damit machen können. Aber wahrscheinlich für Chipsätze und so weiter. Also so richtige Chipsätze, nicht die, die wir schon kennen, die. Pimmel liegen? Nein, richtige Chipsätze. Gut, Iron ist auch sehr gut, brauchen wir immer wieder. Und haben wir nicht viel. Was ist das denn? Das nehmen wir auch gleich mal runter von der Leiste, das. Gefällt mir nicht. So. Ein bisschen rein geht noch. Gold, 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 Gold finden wir nicht, haben wir nicht. Ab, ja, wir sind vielleicht auch Ticken zu tief für Gold. Deswegen gehen wir gleich mal in den Gang drüber. Und zwar jetzt. Falsch, hier. Genau. Ich glaube, der ist besser für Gold. Aha, okay. Wir mal hier rein. Da wissen wir, dass keine Mine ist. Da hoffen wir mal. Die Mine war jetzt auch nicht so ergiebig. Sehr gut. Das habe ich auch schon gesehen, dass wir das auch brauchen für Rezepte. Klar, Prismen und so, Edelsteine. Ja. Macht Sinn. Gleich runter von der Liste. Kommt schon Gold. Sobald wir Gold finden, können wir oben weitermachen.
Zack. So, das wird hin. Wir brauchen immer noch Gold. Ja, wir haben ja eine Workbench. Dann bauen wir uns noch schnell ein paar Hacken. Die Zeit haben wir, aber wir haben kein Holz. Okay, dann nehmen wir uns Holz. Aber wir haben auch keine Axt. Das ist ja wieder verteufelt. Spinnen können sich verpissen. Die habe ich schon zugemauert. Ja, die Mine habe ich off entdeckt. Ne? Also wenn ihr euch jetzt wundert. Ja, war nicht viel los. Zwei Spinnenspawner habe ich vernichtet und ein dritter ist noch da. Da komme ich jetzt gerade nicht hin. Zack, 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 zack. Ja, machen wir da auch noch zu. Jetzt haben wir schon mal vier. Können wir uns noch ein bisschen Hacken bauen. So schnell geht das. Ups. Genau, so. Hier sind wir durch. Dann gehen wir im nächsten. Da, zwei Abstand. Ups. Ja, ich fürchte, ich muss das Gold auch wieder alleine suchen und finden. Das dauert sonst zu lange. Wir können hier nicht Folge für Folge mir beim Graben zugucken, denn wir wollen ja zum Mond, ne? Und nicht hier zum Mittelpunkt der Erde. Meine, den haben wir ja eh schon erreicht. Ja, das wäre so geil, eine Rakete bauen, zum Mond fliegen. Eigentlich freue ich mich darauf sehr.
So, was haben wir denn da Schönes? Silber oder was? Oh. Aluminium, okay. Aluminium. Ja, brauchen wir wahrscheinlich auch für die Rakete, ne? Die muss ja leicht sein. Oder leicht bauweise for the win. So. Ah, machen wir noch einen kleinen Gang. Da haben wir wieder unser Spezial Hightech Rohstoff. Osmium. Ja, nee, ist klar. Was haben wir denn da? Was ist denn das? Achso, das ist Cobblestone. Da habe ich wahrscheinlich von der anderen Seite. So, was haben wir da? Kohle. Immer Need Kohle. Ja, ich verspreche euch, wenn wir das nächste Mal uns wiedersehen, also in der nächsten Folge, da habe ich dann Gold am Start. So geht das ja nun nicht. Was ist das schon wieder? Aluminium. Mei, oh mei, oh mei. Also eins kann ich mit Gewissheit sagen, in der nächsten Folge fliege ich noch nirgendwo hin. Was haben wir denn da? Aluminium. Gut, dann machen wir hier einen Break und wir sehen uns in der nächsten Folge mit Gold wieder. Also, bis dann, tschüss.